1 Million Euro für die Belegschaft. Habe ich Anspruch auf einen Bonus? Ja, das wollen wir heute besprechen. Hallo Lina, ich grüße dich sehr herzlich. Hallo lieber Tobias. Wir haben es gelesen in den Boulevardzeitungen und ich gebe zu, ich bin vom Stuhl gefallen, als ich es gelesen habe, weil ich habe es auch missverstanden. Die Schlagzeile war aber auch so gestrickt, dass man es missverstehen sollte. Ich dachte, es ist 1 Million pro Kopf. Wow. Tatsächlich ist folgender Hintergrund. Ein Shoppingcenter in Süddeutschland hat angekündigt, wir zahlen unseren Mitarbeitenden einen Bonus freiwillig von 1 Million Euro. Allerdings, was die Schlagzeile verheimlicht, gestreckt auf 10 Jahre, also 100.000 im Jahr. Bei 70 Mitarbeitern jedenfalls derzeit macht das rund 1.429 Euro im Jahr pro Mitarbeiter. Schon ein bisschen weniger als die Millionen. Wir wollen uns aber nicht beklagen, immerhin 1.429 Euro. Auch schön, kann man auch brauchen, kann oder? Kann man was, besser als nichts. Ja, und wo lernen unsere Teilnehmer das bei der WAF? Sie lernen es vor allem bei der WAF und sie lernen es in Seminaren und Webinaren Arbeitsrecht Teil 1. Wenn es um den individuellen Anspruch geht, geht es um die Mitbestimmung des Betriebsrats in diesen Fragen, dann Betriebsverfassungsrecht Teil 2. Und wenn Sie Glück haben, treffen Sie dich dort. Oder dich. Dann yes. Haben Sie vielleicht weniger. Also du bist die Million, ich bin 1429, oh, einigen wir uns darauf. Mach dich doch nicht so klein, Tobias. Ja. Aber ja, du hast recht. Also wir waren, glaube ich, alle überrascht und haben uns gefreut. Und dann war so, okay, aber 1400 ist auch schon schön. Die Frage ist jetzt, haben die Mitarbeiter denn einen Anspruch? Denn es ist ja nett, dass der Arbeitgeber sagt, ich mache das. Aber die Frage ist, kann das nicht jeder fordern? Also kann nicht jeder zu seinem Arbeitgeber gehen und sagen, du, da in Süddeutschland, das Shoppingcenter, das hat's doch auch gemacht. Du jetzt bitte auch. Ja, also wir brauchen eine Rechtsgrundlage für einen solchen Anspruch, habe ich im Studium gelernt. Gut, Tobias, auch gepasst. Und dafür gibt es doch, meine ich, das Bundesbonusgesetz, oder nicht? Das Bundesbonusgesetz, ja. Das sollten wir einführen. Ja. Ich wäre dafür, ich unterschreibe. Nein, das gibt es nicht. Ach so, das gibt es gar nicht. Es gibt kein Bundesbonusgesetz, aber wenn es eins gäbe, wäre Tobias Gerlach der Erste, der auf jeden Fall zusammen mit mir dafür plädieren würde. Wer hat es erfunden? Wir haben es erfunden. Wir. Ja, also eine gesetzliche Grundlage für einen solchen Anspruch kennen wir leider nicht. Dann rutschen wir also in der Normpyramide ein bisschen runter, eine Stufe tiefer, der Tarifvertrag. Tatsächlich ist es nicht ganz unüblich, dass in Tarifverträgen solche Sondervergütungen, Prämien, Bonis oder Gratifikationen geregelt sind. Also der Blick in den Tarifvertrag lohnt sich. Da könnte tatsächlich was drinstehen. Insbesondere in die jüngst abgeschlossenen Tarifverträge. Mhm. Denn dort wird durchaus nennenswert Gebrauch gemacht von der Möglichkeit der sogenannten Inflationsausgleichsprämie. Oh, schön. Also das ist ja letztlich auch eine Form eines Bonuses, wenn auch letztlich nicht als klassische Prämierung einer besonderen Leistung oder einer besonderen Leistung, sondern letztlich ist der Hintergrund ein anderer. Nichtsdestotrotz, ich nehme es trotzdem. Ja, definitiv. Ja. Und es ist auch noch steuerfrei und abgabenfrei, solange sich natürlich mein Arbeitgeber an die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen hält. Da haben wir ganz tolle Videos für euch, auch wenn euch das interessiert, schaut da gerne mal rein. Ja, dann gehen wir also in der Normpyramide noch ein Stückchen runter. Dann sind wir im Betrieb, bei der Betriebsvereinbarung. Ja. Können wir einen solchen Anspruch aus einer Betriebsvereinbarung herleiten? Ja, denkbar wäre das. Ja. Allerdings, da sind wir im Bereich der Mitbestimmung des betrieblichen Entgeltsystems. Mhm. Und jedenfalls, wenn es um den erzwingbaren Teil geht, dann wissen wir, weil wir es, ich sage, leider auch lehren müssen, die Architektur, die Systematik, ja, die bestimmen wir mit. Mhm. Aber bei der Frage, wie viel wird oben in das Töpfchen reingetröpselt, das dann verteilt wird, da ist der Betriebsrat jedenfalls aus der erzwingbaren Mitbestimmung raus. Ja, da könnte er höchstens noch über irgendwie eine Druckbetriebsvereinbarung, weil der Arbeitgeber irgendwas anderes unbedingt haben möchte, sagen, komm, gib uns einen Rechtsanspruch darauf. Wir schreiben es zwingend in die BV rein für alle Zukunft mit Nachwirkung.
Aber dann ist, also das ist schon grandios, wenn man das hinbekommt als Betriebsrat. Also da muss der Arbeitgeber an anderer Stelle schon einen ziemlichen Druck haben. Ja, irgendwas also aus der Not kann man sowas dann mal gebären sozusagen, ja. Aber wäre letztlich freiwillig. Ja. Also ich kann es nicht erzwingen, nein, zumindest nicht in einer bestimmten Höhe. Ja. Ähnlich ist es letztlich auf der nächsten Etage unserer Normenpyramide. Das ist auch ein schweres Wort. Ja, so ein unfassbar schweres Wort, nämlich dem Arbeitsvertrag. Ja. Das gilt letztlich dasselbe. Mhm. Man muss halt sehen, was man dort verhandelt ja. bekommt. Allerdings, viele Arbeitgeber haben auch so ein System einer gewissen Prämierung ja. Als Standard, wo das so ist. Genau. Wunderbar, nehme ich es mit. Und dann ist vielleicht noch ein nächster Punkt. Es kann sich ja nicht nur aus dem Arbeitsvertrag ergeben, sondern noch aus einer sogenannten betrieblichen Übung oder dem arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz. Aber das verraten wir dann wann anders, was genau das ist, oder? Was für ein Cliffhanger, wunderbar. Und außerdem, aber noch ein ganz kleiner bitte. Punkt. Wie schaut es denn jetzt aus mit der Mitbestimmung, bevor ja. wir zum Ende kommen? Mitbestimmung, also wir haben ihn schon angesprochen, ja. 87 Absatz 1 Nummer 10, mhm. das betriebliche Entgeltsystem, mhm. daran wird man vielleicht zuvörderst denken. Ja, und wie schaut es jetzt aus, weil was ich gerade ganz oft habe, ist, dass die Betriebsräte und Betriebsrätinnen zu mir kommen und sagen, Mensch, die Inflationsausgleichsprämie ist doch eine coole Sache, irgendwie will unser Arbeitgeber auch, aber nicht so richtig, können wir auch aktiv auf den zugehen und das vielleicht so fordern in einer gewissen Art und Weise oder anregen und da denke ich jetzt an den 80 Absatz 1 Nummer 2. Das ist natürlich ein Thema. Im Wege der Vorschlagsrechte kann ich sowas immer anregen. Und vielleicht sagt der Arbeitgeber ja auch, hey, ist eine tolle Sache, das mache ich, hast du recht. Da kann ich die Mitarbeiter vielleicht nochmal abholen, vielleicht auch bei mir halten und Ähnliches. Insbesondere kann man das auch wunderbar verwenden, zum Beispiel bei einer Betriebsversammlung, wenn der Arbeitgeber sich überschwänglich bei der Belegschaft bedankt, was eine schöne Sache ist. Aber wir kennen es vom Balkonklatschen. Wir freuen uns über etwas, was wir in den Händen halten können. Also warum nicht mal bei einer Betriebsversammlung sagen, herzlichen Dank, lieber Arbeitgeber, für die warmen Worte. Jetzt noch ein bisschen warmer Mammon hinten drauf und wir sind happy. Und dann gucken 300 erwartungsvolle Augenpaare auf den Arbeitgeber. Super, ja, ist eine gute Sache. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie ihr die Beteiligungsrechte des Betriebsrats richtig einsetzt. In unserem Seminar im Betriebsverfassungsrecht Teil 2 lernt ihr alles dazu. Oder eben die Frage nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz bzw. der betrieblichen Übung. Da werdet ihr im Seminar oder Webinar Arbeitsrecht Teil 1 gut aufgehoben. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Tobias, vielen Dank für dieses Video. Ich habe zu danken. Dankeschön. Ciao.